jetzt schon im Eimer. Haare jetzt schon im Eimer. Es geht los. Biker for Kids warten. Und ich freue mich, dass alle heute dabei sind. Viele Menschen, viele Motorräder und Leute, die ihre Frisur ruinieren wollen, müssen einfach mitkommen. Mensch, ist das schwül heute. Da kriegt man ja jetzt schon Schweißausbrüche. Der Held des Tages. Herr Mehlmann, Ideengeber, Ausführer, ohne ihn liefe nichts. Und das seit 8 Jahren. Ohne Sie auch nicht. Nein, aber er macht das super. Ich habe vergessen, es ist jetzt echt tragisch. Also Gerd Häfs, am Dienstagmorgen 9 bin ich da. Das ist mein Friseur, der rettet mich immer, nicht nur heute. Und für die, die es immer noch nicht gemerkt haben, Europameisterschaft. Jetzt hau rein. Was ist los? Ja, Agnes, was machen wir heute hier? Also, was machen wir? Das fragen wir uns die ganze Zeit. Also, Käthe Köslig, immer dabei. Ich bin ganz glücklich, wenn ich sie nicht sehe. Ich muss weinen, dann. Ja. Ich muss auch heulen, wenn du nicht da bist. Ich muss auch heulen. Sie fährt auch mit, wenn es ums gute Sachen geht. Und wichtige Sachen, wer ist dabei? Käthe. Genau, das mache ich auch gerne und das mache ich von Herzen. Bei Düsseldorf nicht mehr auf dem Herzen. So ist das. Ja. Das ist wahre Fußballbegeisterung. Mit ihm. Ist das ein Er oder eine Sie? Ist das ein Er oder eine Sie? Mädchen. Mit, natürlich. Eine Frau. Mit ihr werden wir gewinnen. Super. Ich habe ein Los gezogen. Ist jetzt nicht das Los, was ich mir erträumt habe, aber der Weg zum Glück ist der nächste Versuch. Meinen die Bundestagswahl? Frau Kämpfer, Koordinatorin des ambulanten Kinderhospiz. Hier haben wir zu verdanken diese tolle Arbeit, ihr und ihrem Team. Frau Kämpfer, sagen Sie uns 2 Sätze aus Ihrer Arbeit. In der Zwischenzeit haben wir 31 Schüler begleitet in Düsseldorf und unten und zurzeit 53 Ehrenamtliche. Sie leisten eine großartige Arbeit in der Kontinuität, in der Verlässlichkeit, an der Seite der Familien, die ein sehr schweres Kind hat, das sterben wird. Also wir danken Ihnen alle und Sie sehen, wie viele Leute hier sind heute. Und wir sind solidarisch und bemühen uns, wenigstens heute Ihre Arbeit ein wenig mitzutragen. Danke Ihnen ganz herzlich. Man weiß ja nie, wann man wieder was zu essen bekommt. Seine Stärkung. Frau Strack-Zimmermann, Sie fahren auch ein großes Fahrrad mit einem Motor dran. Seit vielen Jahren, habe ich gehört. Leidenschaftliche Motorradfahrerin. Und habe keinen langen Bart. Ja, in der Tat. Ich bin damit groß geworden. Ich gehöre ja noch wie viele hier zu der Generation, wo man mit dem Mofa anfing und dann Mokik, Motorrad. Und dabei bin ich geblieben. Also als FDP muss man immer ein bisschen gucken, was Sache ist. Und ich finde es ja ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, es sind 20 Polizisten, die gleich neben mir herfahren. Wir gehen mal näher ran. Und die meisten sehen gut aus. Wir gucken jetzt mal. Da kommt einer. Moment, wir fragen ihn mal. Augenblick. Darf ich mich mal vor Ihnen aufbauen und ein Foto machen? Ja. So, in ein paar Minuten geht's los. Wir haben über 2000 Biker und wir sehen uns auf den Rheinwiesen wieder. Also, der Sound ist bereit. Ja, wenn die Polizei losfährt, dann sind wir dabei. 1-Linie und manche träumen sogar von dem Corso. Haben Sie viel Spaß? Ja! Los, wie immer. Von morgens bis abends geht's los. Aber jetzt geht's wirklich los.
eine super Sache, die Leute auf der Straße sind begeistert, aber was noch viel wichtiger ist, die Eltern und ihre Kinder, die mitfahren. Also jetzt gilt es, hier rumzulaufen und ordentlich Geld einzusammeln. Das ist nämlich der Sinn der Sache. Und nächstes Jahr sehen wir uns wieder bei Biker for Kids. Zum Wohl.